Nach Amsterdam? Ja. Bist du ein Raucher oder nicht? Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahre ich heute Nacht nicht ein. Was denkst du persönlich über Frauen, die Lastwagen fahren? Eigentlich ist nicht Frauenjob. Siehst du, da bin ich noch jung gewesen. Nur aufs Äußerliche reduziert werden, das ist einfach nicht meins. Boys. Ah, yes. Two boys. Lucky you. Lucky you. I have three boys. Oh. Super, du. Also, es ist so ein wie ein Probeliegen für den Sarg. Rein so vom Platz, den du hast. Ich werde ins kalte Wasser geschmissen. 3 Tage unterwegs mit Lastwagenfahrerinnen durch Europa. Das ist Mona mittendrin. Hey, ich habe wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu viel eingepackt, gell? Für. Yes, es geht. Ich muss für alles gerüstet sein. Ja, ich merke es. So, Mona, komm in dein Wohnzimmer. Ja. Und da schlafen wir beide? Nein. Es hat 2 Betten. Aha, okay. Wir können dann noch abstimmen, wer oben und wer unten. Okay. Ja, aber jetzt sag mal, bist das du? Das bin ich, ja. Das war von einem Modelshooting. Du hast gemodelt früher in diesem Fall? Ja, genau. Aha, ja. Okay. Ja. Und professionell? Professionell, ja. Aber das ist ja mega lustig. Also, ich muss es jetzt erst ein bisschen zusammenbringen. Also, du hast eine eigene Lastwagenfirma und du hast eine Karriere als Model. Und ja. Gut. Und irgendwie geht das zusammen. Und das finden wir ja, raus, wie das zusammengeht. Das ist sehr unterschiedlich, aber es ist, glaube ich, genau das, was mich immer fasziniert hat. Ich habe schon Angst, dass ich da nicht einmal aus dem Lastwagen rausgehe. Du wirst dich daran gewöhnen. Here we go. Jasmin voraus, mir hinten drin. Es geht an den Flughafen Zürich laden. Die Premiere, hä? Ich bin wirklich noch nie mit dem Lastwagen mitgefahren. Es ist super. In der Firma von Janina sind 9 Leute, die fahren. 5 davon sind Frauen. Mich hat immer alles fasziniert, was Räder hat und was Motoren hat. Und mein Vater hatte eine Bauunternehmung mit ein paar Lastwagen. Ich wollte mitfahren, wollte dabei sein, wollte auf die Baustellen schauen. Die Faszination für Lastwagen, die war einfach immer da. Ja. Und nach dem Tod von meinem Vater, in diesem Moment war ich zu jung, um die Firma weiterführen zu können. Wie alt warst du? Ich war knapp 20. Ja, ist früh gestorben in dem Fall. Ist früh gestorben, ja. Und habe aber doch im Hinterkopf gehabt, irgendwann wieder Lastwagen, irgendetwas fahren. Und habe dann im 2014 angefangen mit dem ersten Fahrzeug. Ja. Und ja, langsam aufgebaut. Die Ladung, die wir holen, muss am Flughafen Amsterdam. Beim Laden darf ich nicht mit. Die Auflagen sind streng. Sogar die am Steuer sind, dürfen je nach Fracht nicht aussteigen. Wie lange das Prozedere dauert, ist nicht in ihren Händen. Den Takt gehen andere vor. Nach 1,5 Stunden sind sie zurück. Samt plombierter Tür. Also, die bleibt zu, bis wir in Amsterdam sind. Die bleibt zu. Gut. Und was hast du jetzt hinten rein? Weißt du? Jetzt haben wir 26 Paletten geladen mit Kosmetikartikeln. Ja. Also, wir fahren jetzt mit 2 Lastwagen voll Schminke. Ja, ich habe ja auch hinten gesehen, oder? Bei der Jasmin steht hinten drauf Frauenpower. Hast du das auch nicht gemacht? Ja. Wieso? Ja, weil es echt passt, finde ich. Ja. Aber das ist in dem Fall schon ein Thema, he? Als Frau in dieser Branche mit einem grossen Lastwagen. Du musst dich schon recht beweisen. Wir fahren Richtung deutsche Grenze. Die Fahrzeit ist pro Tag auf 9 Stunden beschränkt. Alle 4,5 Stunden müssen sie mindestens 45 Minuten Pause machen, sagt Janina. Die Strecke sei sehr stauanfällig.
Darum wollen Jasmin und Janina, solange es läuft, keine Pause machen. Wie gross ist denn der Druck, weißt, heutzutage auf Chauffeuse und Chauffeure? Das ist enorm. Das ist enorm. Lieferungen pünktlich sein, noch schneller. Also, man merkt auch immer wieder, dass der Respekt gegenüber Chauffeuren fehlt. Die Lastwagen allgemein sind nicht beliebt oder gern gesehen auf der Strasse. Das wissen wir auch. Ist das zu Unrecht? Ja, man kann die Frage umkehren. Was würde man denn machen, wenn einmal einen Tag kein Lastwagen fahren würde? Man würde verzweifeln, weil es einfach die Regale leer wären. Oder das Päckchen halt nicht ankommt, das man bestellt hat. Hallo. Nach der Grenze haben wir die Bürokratie für heute erledigt. Das ist je nach Stimmung. Das ist 80s, hä? Das ist 80s. Ja. Musik ist einfach etwas vom Wichtigsten. Und gell, darfst du nicht vergessen, man ist viel allein. Ja. Und irgendwann einmal ist fertig telefoniert. Im Normalfall. Noch fängst du an zu singen. Sicher? Ich. Du kannst auch singen? Ich singe. Kann ich stundenlang. Das, was ich höre, ist du. Das habe ich als angelassen. Ja, ja. 86. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahre ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komme ich heute nicht zu. Das, was ich will, bist du. Jawohl! Yes! Woo. So, much more to come. Aber dann meldet das Navi Stau. Fertig, gute Laune. Wir fahren raus. Also, der Stau ist im Moment jetzt noch plus 40 Minuten vor Karlsruhe. Aber es macht am meisten Sinn. Es macht keinen Sinn, jetzt Pause unterbrechen, in diesen Stau zu stehen und nachher müssen wir wieder eine Pause machen, ja, weil wir sie jetzt nicht voll gemacht haben. Ja. Dann machen wir lieber jetzt hier die 45 Minuten. Also eure Route, die planen ihr eigentlich immer während dem Fahren? Grundsätzlich ja. Wissen wir ja, wo durchfahren, aber man muss halt einfach immer wieder anpassen, vielleicht. Ja. Das müssen auch ihre Berufskollegen. Die meisten kommen aus Osteuropa. Wenn ich jetzt noch ein bisschen umschaue, weißt, bei den anderen Lastwagen, ihr seid schon als Frauen die Exotinnen, oder? Das ist so. Ja, doch. Und vor allem, wenn du zu einem Lastwagen noch zusätzlich unterwegs bist, dann wirst du zweimal angeschaut. Ja. Da ist eigentlich alles dabei, von einfach schauen, über ansprechen, über erstarren. Foto machen. Foto machen. Das hast du auch nicht mitbekommen. Da ist einer zu mir gelaufen und wollte eigentlich nur ein Foto mit mir und dem Lastwagen machen. Aber ich konnte das Gesicht und alles abdecken. Aber er wollte das Foto machen. Ich und der Lastwagen. Also was, und du hast dein Gesicht abdecken? Ich durfte es abdecken. Das wäre doch ein einfach unten. Oh. Du hast es gemacht? Nein, natürlich nicht. Ich weiss ja, für was das Bild näher gebraucht wird. Grundsätzlich sind sie anständig. Eigentlich schon, ja.
Viele Fahrer aus Osteuropa haben befristete Verträge für 2 Monate bei westeuropäischen Logistikunternehmen. Die Raststätten sind in dieser Zeit ihr zweites Zuhause. Machst du Fotos? Hey, ich mach gerne immer. Okay. Ja, ja. Dir gefallen Lastwagen, oder? Ich bin Trucker-Fan. Okay, Trucker-Fan. Ja, ja. Ah. Und wie gefällt dir der? Also der Truck? Gefällt mir hammergeil. Ja? Der gefällt mir wirklich geil, also ehrlich. Schön. Ja, ja. Nee, schön, dass er dir gefällt. Nee, wirklich, wirklich. Du machst hier nur Fotos. Ich mach hier nur Fotos. Ja. Wirklich wahnsinnig. Was denkst du persönlich über Frauen, die Lastwagen fahren? Also, das sieht nicht. Also, das sieht schon gut aus. Das sieht schon gut aus. Nur das. Eigentlich ist nicht Frauenjob. Kommt drauf an, aber wenn es denen gefällt, dann. Okay. Tschüss. Mach es gut, ne? Dankeschön, Ihnen vielleicht auch. Nächstes Mal wieder. Ja, natürlich. Na? Haben hier oft gejagt. Ne? Ja. Tschüss, ne? Gute Fahrt, ihr beide. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Schöne Wochenende. Ich dachte, es gäbe es nur, weißt, auf Flughäfen Leute, die irgendwie gehen. Spotter? Ja, ja, oder Planespotter. Spotter, ja. Und Trainspotter gibt es ja auch, aber es gibt sogar in dem Fall Truckspotter. Truckspotter, die gehen Lastwagen fotografieren. Das gibt es, ja. Okay. Dass du heute alles lernst. Nein, es ist wirklich eine Expedition in eine mir bis jetzt unbekannte Welt. Ja, nein, es ist mega herzig, aber weißt, irgendwie finde ich gleich, ja, es ist ein Männerjob. So. Ja, eben, das ist jetzt gerade wieder das Klischee, oder? Ja. Das ist jetzt gerade relativ deutlich gesagt. Ja, oder? Aber weißt, bist du easy mit dem? Oder? Absolut. Sicher? Ja. Ja. Du hast nicht das Gefühl, du musst dich hier emanzipieren und jedem sagen. Überhaupt nicht. Ja. Ich bin eine Frau und wenn ich so gekleidet bin, auch, da musst du damit rechnen, dass man irgendwelche Vorurteile, weißt, oder kurze Shorts oder ein enges Shirt oder so, das gibt es halt. Also mit dem kann ich ganz gut umgehen. Ja. Also ich finde nicht, dass man, nur weil man sich oder, so anlegt, dass man dann mit allem muss rechnen muss. Das finde ich definitiv nicht. Man darf auch nicht überrascht sein. Okay, also du sagst wie so, hey, ich mache, was ich will und mir ist auch gleich, was die anderen daraus machen. Ja. So, ja, ja. Der Stau hat sich aufgelöst und wir können weiter. Du hast jetzt eine riesen Freude gemacht. Ja, das ist eine Freude. Hä? Ja. Ja. Knapp 4 Millionen Menschen arbeiten in Europa als Lastwagenfahrer und Fahrerinnen. Viele zu Dumpinglöhnen zwischen 400 und 2'000 Euro im Monat. In der Schweiz gibt es rund 5'000 Franken. Der Beruf ist für viele unattraktiv, weil man häufig getrennt ist von seinen Liebsten. Janina hat das Glück, dass ihr Partner auch in ihrem Unternehmen arbeitet. Kind hat die 40-Jährige keine. Wenn ich etwas mache, dann gebe ich 100%. Dann setze ich mich ein mit vollem Elan. Und wenn ich ein Kind habe, möchte ich eben genauso viel Zeit haben für ein Kind. Und das könnte mir jetzt so nicht bieten. Aber die Vorstellung wäre schon schön. Du wirst du dann auch schon früh im Lastwagen mitnehmen? Ich würde es sicher mitnehmen. Wie dein Vater? Ja. Kilometer und Kilometer Autobahn. Und immer konzentriert bleiben. Ich schaffe es nicht. Geht es noch mit der Miete? Ja, ja, nein, ich bin voll entspannt. So. Das ist der Janina ihr Rezept zum Wachbleiben am Steuer. Oh, perfekt! Mi piace,
bist wach? Hallo. Kannst du ein bisschen warten? Ja, das ist ein Auto, das Gaubickelheim. Aber hier ist Gaubickelheim. Euro Restpark Waldlaubersheim, ist es das? Ja. Euro, ja. Okay. Ja, gibt es doch auch ein, Jasmin. Ja. Die 9 Stunden Fahrzeit sind ausgeschöpft. Man landet auf einem Rastplatz irgendwo im Nirgendwo. Viertel ab 9 Uhr. Schon picknicken. Orte, wo sie schon immer ihre Ferien verbringen wollten. Und jetzt, was ist der Plan? Sollen wir etwas essen und dann Dusche suchen? Ja, da gibt es hier echt auch. Ja. Okay. Hallo. Wo seid ihr her? Where are you from? Rumänien. Ah, Rumänien. Ah. Anche italiano. Anche italiano. E dove und wo könnt ihr hin? Auf Berlin. Berlin morgen? Erst übermorgen. 5 bis 6 Uhr geht es los. Dann müsst ihr das ganze Wochenende hier verbringen? Ja. Okay. Und was macht ihr denn hier so 2 Tage lang? 2 Giorni. Wir sind einfach im Lastwagen. Così, Television. Wow! Was? Television. Im Cinema. Ja. Mel Gibson. Mel Gibson. Und die Arbeit als Lastwagenfahrer, die gefällt dir? Ich fahre schon seit 27 Jahren. 27 Anni. Oh. Okay. Noch 2 Jahre, dann ist fertig. 2 Anni. Okay. Von morgen um 7 Uhr bis zum Abend spät. Immer dran. 9 sera. Ich arbeite für meine Buben. Ich habe 2. Ah, yes. 2 Boys. Schau, yes. Meine Familie. Yes, your family. So, lucky you. Lucky you. Ich habe 3 Buben zu Hause. Ja. My heart. Ja, ja. Ich vermisse sie. Deine Kinder sind in Rumänien? Yes. Ja. 7 Tage. Noch 7 Tage, dann kann ich heim. Finish. Nach 2 Monaten unterwegs sehe ich dann endlich meine Buben wieder. Boys. Yes. So, alles Gute für euch. Ciao, ciao. Tschüss, ciao. Wo kommt ihr her? Holland. Ah, aus Holland. Was ist es für ein Job für dich? Früher war das Freiheit. Ja. Jetzt wird das alles weniger Freiheit, ja? Ja. So, früher, wenn ich angefangen war, hat wir jetzt zu Hause gestehen. Also du wärst durchgefahren einfach? Ja, ja. Okay. Früher mit der alten Tacho war besser, ja? Jetzt ist alles digitaal, jetzt ist ja, Freitagabend Schluss. Ja. Ja, aber es ist ja wahrscheinlich sicherer, oder? Weil sonst wärst du vielleicht eingeschlafen und... Ja, hä? Ja. Ja, könnte sicherer sein, aber... Ja. Wenn du deinen normalen Verstand gebraucht, ist das kein Problem. Haben alle die Fahrer den normalen Verstand immer eingeschaltet? Nein, 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 sicher nicht. Eine ehrliche Antwort. Ja, okay. Cowboys hat man immer, ja. Ja. Gibt es noch so eine... Community auch zwischen den Fahrern? Ja, oder? Mit Holländer, ja, oder mit Schweizer oder Deutsche. Ja. Aber mit Osteuropa gar nichts. Gar nicht? Nein. Ja, warum nicht? Die sprechen kein Deutsch, kein Englisch. Aha. So ja. Können wir nicht mehr reden. Aber es sind viele Osteuropäer, oder? Ja, ja, ja. Ganz viel. Schon 4, hä? Wird es noch eins mehr? Oder ist... Vielleicht. Du fährst morgen nach Hause? Morgen nach Amsterdam. Nach Amsterdam. Amsterdam? Ja. Oh, perfekt. Ja. Bist du ein Raucher oder nicht? Nur rauchen, nicht inhalieren. Gell? Ja, super. Allein. Endlich gibt es Nacht. Oder auch nicht. Haben sie schon geschlossen? Schade. Trucker-Pfanne wäre es jetzt gewesen. Ja, oder Trucker-Burger. Mm. Also, das sind wir jetzt, für die sind wir jetzt spät gewesen. Ja. Ja, gut. Wenn man so schaut, vielleicht ist es gar nicht so schade.
man findet dann doch noch etwas. So miteinander ist es ja noch lustig. Aber wie ist es, wenn man ganz allein unterwegs ist? Mir wäre es, glaube ich, nicht wohl. Es gibt viele Rasthöfe, wo es einfach komische Ecken hat. Ja. Wo es viele komische Leute auf einem Haufen hat. Oder auch Einzelne, wo man merkt, dass man jetzt nicht so gehört. Ja. Man muss sicher immer die Augen offen haben. Vorsichtig sein. Ja. Und eben als Frau in dem Sinn doppelt, ist das so? Ja. Sicher, ja. 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 Weißt, also hast du schon Situationen erlebt, wo du selber das Gefühl hast, hey, jetzt ist es nicht mehr safe? Es war jetzt nicht eine Situation, in der ich Todesangst hatte, aber sicher auch schon so ein bisschen beklemmende Momente, wo ich mich dann aber gerade einen anderen anschliessen konnte. Ja. Einfach, es ist wichtig, dass du nicht allein bist. Es ist natürlich anders, wenn du am 3 Uhr morgens auf die Toilette musst. Ah. Ja. Dann? Überleg schon zweimal, ob du das machst. Am Abend einmal noch schnell heim telefonieren. Ja, sicher. Ob safe angekommen ist. Sicher, ja. Ja. Ich gebe Mami immer Bescheid. Ah, wirklich? Ja. Ehrlich? Ja. Sie ist meine beste Freundin. Ja. Aber sie macht sich halt Sorgen. Du, super, du. Ja, also. Aber du, ich muss sagen, Menschen mit meiner Größe sind eindeutig im Vorteil. Absolut. Ne? Wo hast du den Kopf? Aha. Müssen wir gegen gleich schlafen? Ja. Ja. Falls du schnarchelst. Also dann, wo schlafst du den Kopf? Fahrerseite. Fahrerseite. Also gut, ich habe meinen Kopf bei Fahrerseite. Es ist eine kurze Nacht. Am 5 Uhr ist Tag wach. Also, es ist so ein wie ein Probeliegen für den Sarg. Rein so vom Platz, den du hast. Hey, wow! Danke vielmals! Mein Retter. Der Chauffeur aus Holland hat mir, glaube ich, angesehen, wie nötig ich einen Kaffee habe. Also, mich dunkt es mega hart. Also, weißt, der Tag ist schon total lang und dann schlafst du eigentlich auch so ein bisschen nur halb. Ja, ich schlafe eigentlich bald besser im Lastwagen als daheim. Okay, ja. Aber kommst weißt du wirklich genug Erholung? Auf jeden Fall, ja. Du hast ja die gewisse Ruhezeit, die du einhalten musst. Und in dieser Zeit kannst du machen, was du auf Deutsch gesagt. Ja. Ist das überhaupt ein Job, weißt, oder ist das quasi eine Lebenseinstellung? Diesen Job musst du eigentlich gerne machen. Du musst dafür blühen, dass du auch mal Überstunden machen kannst. Und dass einfach mal es länger geht am Abend. Nicht ein 7-5-Job ist. Eben, es ist eigentlich mehr ein Leben als ein Beruf. Ja, das ist so. Jasmin! Ja. Guten Morgen! Wärst du bereit? Ja. 17:30 ab Richtung Holland. Thank you.
40 Kilometer. Wo müssen wir zu Amsterdam hin? An den Flughafen. Okay. Jetzt kommt ein guter. Oh. In so einem Moment kann ich mir Janina bildhaft vorstellen, wie sie zu Mailand zum Beispiel für Armani auf dem Catwalk gelaufen ist. Weißt du, wie wohl hast du dich gefühlt? Weißt, in dieser Modelszene, Fotografen und so, ist das ja eine Welt, weißt, wo du dich wohl fühlst? Es hat Situationen gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich mich absolut unwohl gefühlt habe. Also da fühle ich mich auf so einem Rasthof sicher. Wohler, ja, sicher. Ja. Also was? Wo? Ja, einfach sehr unangenehme Momente, allein mit einem Fotograf in irgendeiner Wohnung, wo du nicht gewusst hast, was ja dem Sinn hat. Okay. Ja. Also eben, ich hatte gute Agenturen und gute Jobs gehabt, toll können arbeiten, aber trotzdem ist in dieser Branche sicher immer ein Risiko da. Ja. Jetzt kommen wir hier in 5-spurigen Stau, oder wie viele sind da? 6? Ja, aber ich denke, das löst sich schnell auf. Hoffentlich. Ich denke nicht, dass wir hier Stunden verbringen, Mona. Also, was macht das nicht irgendwann hässig oder müde, oder? Ja, sicher stinkt es einem, oder es verleidet einem, es regt einem auf, aber es bringt nichts. Und eben lernst du damit umgehen, weißt? Aber für euch, weißt, ist ja ein Stau nicht einfach ein Ärgernis, sondern das ist echt pures Geld, oder, das verloren geht. Natürlich, aber du kannst einen Transport so nicht mehr einkalkulieren, so straff wie früher. Noch früher konnte ich auch sagen, ich bin in einer Stunde von Basel in Zürich. Ja. Und heute ist das einfach nicht mehr möglich. Wir entscheiden uns für eine Pause. Das Leben auf der Autobahn ist ein einsames Leben und ein karges. Kein eigenes WC, keine Dusche, keine Küche. Dafür schmeckt es nach Urin und Frittieröl. Von der vielbesungenen Trucker-Romantik habe ich noch nicht viel gespürt. Also, ich finde es wirklich ein harter Job. Und wenn ich mir vorstelle, dass du jede zweite Nacht in diesem Lastwagen verbringst und dazwischen noch so lange Arbeitstage hast, dann kann ich nur meinen Hut ziehen. Aber für dich, weißt, was macht denn der Job so super, dass du findest, hey, es ist es wert? Einfach die Abenteuerlust und einfach die jeden oben im Angst zu sein. Das frei sein, das jeden Tag leben, so wie er kommt. Aber wie gross ist die Freiheit wirklich? Klar, du kannst entscheiden, wenn du Pause machen willst. Aber sonst? Die Leitplanken für Fahrer und Fahrerinnen sind eng gesetzt. Also das Bild, weißt, von dir als Model, und wenn ich das so sehe, also ich glaube, etwas, das weniger glamourös ist als irgendwie so eine Autobahnraststätte, gibt es eigentlich kaum auf der Welt. Und so ganz bringe ich es immer noch nicht zusammen. Sicher? Ja, wie das zusammenpasst. Ja, vielleicht genau, weil es nicht zusammenpasst, ist so spannend. Ja. So hat das angefangen. Ah! Siehst du, da war ich noch jung. Wie alt? 20. Wow, aber das ist Sports Illustrated. Ja, das ist Swimsuit Edition. Swimsuit. Ja, das ist super gesehen. Das ist das, was Heidi Klum glaub, so richtig berühmt gemacht hat. Ja. Wie ist das für dich? Ja, eben ehrgeizig bin ich natürlich auch in diesem Job gesehen. Ja. Das ist ein Traum gesehen und es ist cool gesehen, habe ich diesen Traum können leben, ich habe sehr viel dürfen erleben. Ja. Aber es hat mir nicht gelangt. Das sehr Oberflächliche und nur aufs Äußerliche reduziert werden, das ist einfach nicht meins. Ja. Das ist mir zu wenig. Mhm. Du hast ja gesagt, dein Vater ist mega wichtig, weißt, für den Entscheid, den du getroffen hast. Was denkst du, wenn er jetzt dich so sehen würde, das, was du jetzt aufgebaut hast?
Ich denke schon, dass er stolz wäre. Er fehlt auch immer noch jeden Tag. Und ich würde mir sehr oft wünschen, dass ich könnte mit dem Gespräch haben. Einfach nicht nur Vater-Tochter-Gespräche, auch bezüglich dem Unternehmen, der Selbstständigkeit. Mhm. Das fehlt schon. Ja. Sind wir schon in Holland? Hier. Holland? Hä? Ich finde es gleich aufregend. Natürlich kannst du sagen, wir sind ja eigentlich immer nur einfach auf einer Straße unterwegs. Aber irgendwie. Ich glaube, du sagst ja gleich viel. Ja, wirklich. Was hätten wir noch für einen zum Trällern? Amsterdam. Frachtziel erreicht. Flughafen Amsterdam. Jetzt gibt es wieder das gleiche Prozedere. Beim Abladen muss ich draußen bleiben und abwarten. Nach 2 Stunden tauchen sie wieder auf. Hallo! Hey! Hello again! Ah. So, und? Wie war es? Gut, es ist eigentlich relativ zügig gegangen. Ja. Hey! Das heisst, jetzt ist Mission accomplished! Hä? Danke für die Hilfe! Ja, ja. Danke für die ist gross, ich bin hier neben dir gesessen. Ja, aber danke für die Anwesenheit, für die Unterhaltung. Fürs Mitsingen. Fürs kritische Moment. Genau. Jetzt Parkplatz, Dusche, Essen. Jetzt 45 Stunden verordnete Ruhezeit. Den Lastwagen parken und dann wollen sie auf Amsterdam in Ausgang. Das ist gut und die Dusche ist auch nicht weit und das Restaurant auch nicht. Und das ist wichtig. Das ist das, was zählt. Die Batterien wieder aufladen, weil der Beruf zehrt. Das ist mir klar geworden nach dieser Reise. Es ist nicht verwunderlich, dass dieser Beruf für viele einfach nicht mehr reizvoll ist. Und mein Ziel wäre es und mein Wunsch, Junge wieder dafür zu begeistern. Ja. Zeigen, dass es eben doch ein toller Beruf ist, ein vielseitiger Beruf. Und vielleicht wird die Wertschätzung im Allgemeinen ein bisschen grösser. Ja. Das wirst du wünschen? Das würde ich mir sicher wünschen. Mehr Wertschätzung, ja. Wenn man hinter dem nächsten Lastwagen vielleicht herhötelt, irgendwo auf einer Autobahnbaustelle, dass man nicht findet, Verständnis haben. Und dass man sagt, ja. Das nehme ich mit, für wenn ich das nächste Mal unterwegs bin. Und auch, dass Singen bei langen Fahrten hilft. Und zwar möglichst laut. Hey, so viele Leute sind tagtäglich für uns unterwegs, um Güter von A nach B und wieder zurückzufügen. Mir ist darum recht eingefahren, weil ich mir bis jetzt recht wenig Gedanken darüber gemacht habe, wer das eigentlich macht für uns und auch unter welchen Bedingungen. Weiss nicht, wie ist das euch eingefahren? Was habt ihr für einen Eindruck? Was hat euch beschäftigt oder bewegt? Gerne hier unten in die Kommentare und hier auf YouTube abonnieren, dann bleiben wir miteinander in Kontakt.